So, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge hier Vanishers bei mir auf dem Kanal und wir sind das blühende Leben natürlich und in der letzten Folge haben wir die Quest angenommen und in der Folge wollen wir diese Quest abschließen, die Spukmitteilung. Finde Evelyns so medizinische Tasche. Ich weiß. Anna, well, Finder verlorener Gepäckstücke. Und Einfallspinsel. Vergiss Einfallspinsel nicht. Einfallspinsel. ja, und schlechter der bösen Bestie. Schlechter der bösen Bestie bin ich. In der Tat. In der Tat bin ich das. Muss ich sagen. Fällt mir. So. Map. Gucken wir mal ungefähr müssen. Ja, da ist klar. Und dann eine Markierung 56 Meter. Dann mal los. Soll bestimmt nicht einfach so zu holen sein, denke ich mal. Musst du bestimmt irgendwas machen. Da im Spalt. Evelyn Fitchers verlorene Tasche. Wie ist sie denn unten gelandet? Na, rate mal, dreimal darfst du raten. Kann ich da hin mit dem Weibchen? Mit der alten Geisterschnalle? Will ich nicht. Ja, auf jeden Fall, man kann Witze machen, aber es ist auf jeden Fall eine ernste Geschichte so an sich. Im Endeffekt ist es eigentlich eine Liebesgeschichte, wenn du es genau nimmst. Oh, da unten ist was, was mit Geistersperre hier. Ach, hier. Guck. Der Wilderer, da muss es 3 Stück geben davon. Also gibt es hier irgendwo eine Truhe in der Nähe oder was? Irgendwas, was ich entsperren kann. Hurit, endlich mal wieder ein bisschen Katzengold. Hier jetzt nicht hoch. Geht leider nur runter scheinbar. Ja, auch nicht. Wo ist das? Ja, das war eine Loot-Zeit scheinbar. Also wieder hoch. Ich dachte, dass wir jetzt hier drüber kommen irgendwo. Die Tasche ist im Spalt. Das klingt äußerst falsch. Da drüben müssen wir irgendwie hinkommen. Ah, da ist ein Sprunggeraffel ist da hier. Was wir ausrichten müssen. Was ist hier? Im Verborgenen. Die Wand da. Oh, Spektralstaub. Sehr gut. Das ist genau, was ich gesucht habe. So, nochmal. Ich erinnere mich daran, dich niemals wütend zu machen. Ja. Auf jeden Fall eine traurige Liebesgeschichte im Endeffekt, am Ende, so wie wir es jetzt spielen. Das wollte ich da eben noch ausführen. Aber es ist auch eine Geschichte der Hoffnung irgendwo, ne? Weil die sich ja wahrscheinlich dann irgendwann wiedersehen im Geisterreich. So, hier ist noch eine Figur, oder? Der Wilderer? Der Wilderer. Wow. Yes. Sehr gut. Ich glaube, ich mache davon mal einen Clip. Damit man mal einmal zeigt, dass ich es auch kann. Nicht nur Scheiße immer. Manchmal klappt es auch. War wahrscheinlich mehr Glück als Verstand. Gut, du hast ja 1000. Dadurch, dass du diese 2 Charaktere hast, gell, und diese 2 verschiedenen quasi Skills, hast du unglaublich viele Angriffsmöglichkeiten. Zeitgleich. Das finde ich gut. Weiter geht's. So, ich glaube, hier ist nichts weiter, oder? Können wir mal ganz kurz gucken. Diese Markierung scheint immer zu bedeuten, dass da so ein Holzfigur ist. Hier ist noch ein Würling.
Nee, das ist ein Zunderpilz. Geh nochmal hier lang. Da drüben geht's lang. Und da geht's lang. Natürlich. Ich glaube, wir kommen ein bisschen ab vom Weg jetzt. Wo? Ach, guck. Mal gucken, dass es runtergefallen ist, ja gerade. Aber wir müssen da runterkommen, denke ich mal. Ich habe ja gerade so ein Hauchen gehört auf dem linken Ohr. Ach da. Eine Lampe. Eine Spektrallampe. Genau, mach mal. Mach mal strikt dran. So, hüpfen wir mal runter. Ich glaube, wir sind ein bisschen vom Weg abgekommen, aber ist nicht schlimm. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit und außerdem brauche ich ein bisschen Loot. Ach, hier waren wir eben. Ach, krass. Da ist... Da drüben ist... Ah, alles klar. Wo ist der Wagen? Wir hatten doch eben die Leiche von dem Wagen runter. Da ist da drüben. Da ist der Wagen. Okay. Haben wir uns quasi nur einen Rückzug gebaut. Sehr gut, dann gehen wir jetzt wieder hoch. Schneller. So wie bei Sons of the Forest. Als dann. Wir werden oben durch den Spalt gehen. Oder hier lang? Nee. Eigentlich müssen wir irgendwie da rüber, da ist das. Da ist ein Baumstamm. Könnte sein, dass wir durch den Spalt müssen und dann über den Baumstamm wieder zurückkommen. Das könnte ja sein. Wenn es zerstörbar ist, mach ich es kaputt, weil es gibt so ein Achievement. Wenn du so und so viele Kisten kaputt machst, dann kriegst du irgendwas. Du kriegst ein Abo von einer Blitz-Illu oder was weiß ich. Bleib! Was ist das für Viecher, Mann? Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Kann ich mal häuten, das ist doch scheiße. Ein Spiel, wo ich keine Wölfe häuten kann, das ist doch eigentlich nicht spielenswert. Da ist der Baumstamm, das habe ich im Vermut, wo ich eben vermutet habe. Mensch, bin ich gut heute. Tipptapp. Ja, das passt. Ja, das passt. Ich glaube, das passt. So. Können wir auf jeden Fall einen Strick dran machen, da kommen wir schnell wieder hoch. Aber das ist glaube ich noch nicht das, wo wir hin müssen, oder? Wir probieren es mal, ich weiß nicht. Man sieht es schlecht von oben. Oh
Unsere liebe Ärztin mag vielleicht nicht an Geister glauben, aber dieses Tagebuch wurde von spektralen Händen zerrissen. Aha. Warte, wir gucken uns das gleich an, Atea. Heb die Tasche auf, hol das Tagebuch ab. Wir haben doch keine Bibliothek, was ist los mit euch? Wir holen das Tagebuch gleich, nicht, dass hier irgendwas getriggert wird. Ich will es mal kurz gucken. Hier rumliegt noch. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Kiste muss sein. Noch eine Figur muss noch sein. Der Wilderer. Zunderspitz. Geht aber. Achso, da war jetzt noch den Dings, den wir losgeschossen haben. Hier ist der, den wir losgeschossen haben. Leder, ja. Hier ist nochmal ein bisschen Katzengold. Das Zeug können wir auch verkaufen, oder? Purit müssen wir eigentlich 1000 Millionen haben. Oder wir verbrauchen das immer, ich weiß es nicht. Rohstoffe 76. Ich glaube, wir verbrauchen das für irgendwas. Für irgendeinen. Passt ja nicht, nicht unbedingt immer auf, was jetzt gerade irgendwas kostet. Wenn ich jetzt was herstelle. Das zum Hochklettern. Okay, holen wir das Tagebuch ab. Rausgerissene ärztliches Beratungsprotokoll. 7. Februar. E. Green. Gestrichen. 7. Februar. J. Skies. Gestrichen. 6. Februar. J. Brett. Gestrichen. 4. Februar. A. Darlow. Gestrichen. 3. Februar. C. Glue. Kopfschmerzen, Fieber. Eine Woche lang täglich. Eisenkraut. 3. Februar. D. Lilly. Gestrichen. 2. Februar. J. Skies. Schwindel jeden Dienstag und Freitag. Schirlinge. 28. Januar. D. Lilly. Husten, Atemnot, Schmerzen beim Atmen. Jeden Tag. Montag. Nachtschatten. 27. Januar. G. Rawlings. Läsionen an der Haut und Schleimhäute. Appetitlosigkeit, Fieber, tägliches Quecksilberchlorid. 26. Januar. R. Dryden. Wundbrand, jeden Montag Quecksilberchlorid, aber zuvor Wundarzt aufsuchen. 25. Januar, Gail Forsett, Magengeschwüre, jede Woche täglich Terrarätik. 24. Januar, S. Both, häufig Niesen, Husten, einen Monat lang jeden Tag und Donnerstag Nachtschatten. 22. Januar, E. Green, Halsschmerzen, Husten, Stimmverlust, zweimal im Monat Schwefel inhalieren. 22. Januar, J. Rawlings, Schanker, Hautläsionen, Steifheit, jeden Montag, Quecksilberchlorid. 21. Januar, D. Twilight, Schmerzen in der Brust, jeden Montag, Absud, aus schwarzen Nieswurz. Hm. Okay. Na, ich hab's gewusst. Was bist du denn? Noch mehr. Lass mich dir helfen. Yes. Mach ich. Wie wär's mit einem Highland Kiss? Ja gut. Das war eine coole, also das Kampfsystem ist geil. Kann man nur sagen, ist einfach geil. Macht Spaß, ist dynamisch, fliegt durch die Kante, geht gut. Wenn man es einmal so ein bisschen beherrscht. Ich beherrsche es natürlich noch nicht, aber noch nicht hundertprozentig, aber wenn man ein bisschen damit beschäftigt, ist es echt gut. So, nehmen. Erst die Tasche. Evelyn Finch Tasche, gefüllt mit verschiedenen Pflanzen und Blumen. Bist du Florist oder was? Hoffentlich ist der Inhalt noch heil. Der Geist war hinter Evelyn her, nicht hinter ihrer Tasche. Spektralspuren führen zurück zum Lager. Miss Tristwick's Finger war in Yorkshire so etwas wie eine Ärztin. Warum sie das wohl aufgegeben hat? Mistress Finch, vielleicht verspürte sie Langeweile. Vielleicht hatte sie keine Wahl. All ihre Patienten verließen sie wohl. Interessant. Warum nur? Ja, das ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Also uns fehlt auf jeden Fall noch ein Dings, ne? Ein kleines Holzfigürchen. Kann ich hier runter, ja.
Na, das kenne ich. Hier waren wir schon. Muss ja irgendwo noch sein, diese Holzfigur. Der Wilderer. Oder wir haben vielleicht schon drei, ich weiß gar nicht. Man könnte mal gucken. Da ist noch ein Fragezeichen. Ich mache mal einen Haken drauf. Vielleicht können wir uns schnell angucken, das Fragezeichen, wo wir zurückgehen. Oder es liegt ja auf dem Weg, mehr oder weniger. Sehr gut. Da würde ich nochmal ganz kurz ins Inventar wollen. Und gucken. Ne, zwei haben wir. Uns fehlen noch zwei und noch eine. Hier, Soldat, fehlt uns auch eine. Wachposten fehlen noch zwei. Also die brauchen wir natürlich alle als Schlüssel für diese Kitruhen zum Beispiel. Oder alles, was verflucht ist, kann man damit öffnen wahrscheinlich. So, 150 Meter in die Richtung. Da oben müsste das Fragezeichen sein, denke ich mal. Da oben ist irgendwie so eine Hütte im Wald oder auf dem Berg, so ein bisschen. Aber da komme ich jetzt von hier aus gar nicht hin, ne? Im Weg. Der Weg ist das Ziel. Da oben, das ist der... Das ist das Fragezeichen, 100%. Gucken wir, ob wir da irgendwie hochkommen. Ohne uns da groß einen anzustrengen. Einen abzunudeln. Da ist wieder ein Baumstamm. Was hat's schon wieder mehr? Irgendwie. Da ist sie. Da ist die Hütte. Ich hätte bei dem Baumstamm weiterlaufen sollen. Vorhin. Da hätte ich das wenigstens entdeckt, das Fragezeichen. Bin bescheuert. Okay. Wer es nicht im Kopf hat, der hat es in den Beinen. Er sagt mal so, ist eine alte Bauernweisheit. Stimmt aber wirklich. Wenn du so blöd bist und irgendwas nicht denkst, oder keine Ahnung, wenn du, dann musst du halt nochmal gehen. Ist in der Realität so, wie im Spiel. Überall dasselbe. Ja, jetzt wird's weniger. That makes sense. Ich hätte einfach ein bisschen weiter gehen sollen. Da ist so die Hütte. Schön dumm. Ich habe da aber gleich den kurzen Weg gewählt. Aber gut, so haben wir die Quest jetzt weiter gemacht. Passt auf. Wow. Das war ein Fall für Atea. Oh, was bist du denn? Verschwinde endlich! Ja, Mann. Nachladen. Okay, Spektralstaub einsammeln. Nochmal Spektralstaub einsammeln. Und, das hört sich an nach verfluchter Truhe. Ich glaube, hier ist die Truhe von dem Wilderer. Macht da Sinn, ne? Oh, Hexensteinchen. Achter Realstücken. Sehr gut. Ob man die Hexensteine auch kaufen kann für Silberlinge, das wäre gut. Ne, das ist kein Zettel. Hier ist auch kein Zettel. Guck mal schnell mit Atea. Okay, die sind, irgendwas ist aber hier noch, weil der Ring leuchtet. Entweder ist das die Truhe. Oder haben wir noch irgendwas übersehen. Cool wäre es, wenn es einen kurzen Weg gäbe nach unten. Gibt's glaube ich nicht, ne? Ne, gibt's nicht. Hier leuchtet irgendwas. Irgendwas ist hier noch. Oder ist es die Truhe? Wo wir die schon ausgeräubert haben jetzt, ne? Weil da draußen ist ein Geländer. Warum soll der da Geländer hinbauen? Und da ist noch was zum Looten. Also irgendwie muss... Ganz
Aber ich muss da hinkommen. Auf die andere Seite. Hinter die Hütte quasi. Wie? Oh, ich seh's. Ich sehe das Problem. Hier ist Loot. Und Loot ist ja bekanntlich gut. Und macht Mut. Aber wie es weitergeht, das sehen wir leider aus der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Way back before we blew it all.